Sechs Tage, sechs Burgen, sechs traumhafte Wanderwege im goldenen Herbst. Nur ich und der Sechsjährige. Es ist Tag 4 der spontanen Eifelreise und wir kommen gerade von der Nürburg und fahren zum nächsten Spot. Schaut euch die bisherigen Videos der Reise unbedingt noch an. Es ist einfach so schön, diese Herbstfarben hier zu sehen. Natürlich ist es Regen, aber selbst dann ist es noch schön. In der Eifel ist es immer schön. Auch bei Regen? Ja. Wieder diese herrlichen Farben hier. Und viel, viel Weidefläche. Die Eifel ist wirklich vielgestaltig. Wir haben hier jetzt mitten im Nirgendwo auf einem Wanderparkplatz geparkt und laufen jetzt zur Burgruine Dollendorf. Der Burg nach oben. Hier den richtigen Weg zu finden, ist ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben jetzt beschlossen, einfach hier weiterzugehen und die Route ein bisschen abzuändern, sodass wir an der Ahr lang laufen können. Einmal über die Straße. Und hier lang. Genau. Man muss allerdings dazu sagen, ausgeschildert ist hier nichts. Hier begegnet uns eine malerische Landschaft. Bei dieser tollen Landschaft hier stelle ich mir natürlich die Frage, warum ist das hier noch nicht als Traumpfad ausgezeichnet worden? Hm? Überall, wo das Gras ist, fließt der Fluss lang. Und hier macht der Weg jetzt eine Abbiegung. Da geht's nach oben. Die Ribsdorfer Eifelschleifen 8 führt zwar auf dem Bergkamm entlang, spart den Weg durchs Tal aber aus. Diese Herbstfarben sind einfach gigantisch. Schaut euch das bitte an. So toll. Malerisch. Einfach malerisch hier. Unten fließt der Fluss. Wir gucken uns auch noch kurz den Stein an. Das sieht wieder sehr vulkanisch aus, aber guckt euch das hier bitte an. Was ist das denn hier? Das ist ja richtig gefaltet. Da hinten. Sehr cool. Der Baum hat sich da oben festgekrallt. Dem Felsen und ich glaube, da oben geht es zur Burg. Ich habe sie schon gesehen. Wir stürmen die Burg. Ja, da sind wir gleich da. Der Name Schlosstal kam von den Franzosen, die den Ort bei der Burg so benannten. Es ist hier so weit und breit kein Schloss. Und hier geht es jetzt tatsächlich zur Burg. Und dort unten liegt das Städtchen Dollendorf. Hier geht's zur Burgruine. Yay, endlich angekommen. In der Lebensgeschichte des Kölner Erzbischofs Anno wird ein Arnoldus de Dollendorf im Jahr 1177 erwähnt. Er sei reich und vornehm gewesen mit einer Wehrburg über der Ahr. Doch Mitte des 15. Jahrhunderts starb die Familie aus. Dort oben steht Burgruine Schlosstal, aber bei Komoot steht Burgruine Dollendorf. Langsam blicke ich bei den vielen Burgen nicht mehr durch. Viel ist nicht übrig geblieben, nur ein paar Randmauern, die von einer stattlichen Burg zeugen und ein abgebrochener Ruinenturm. Und eine Bank zum Hinsetzen, endlich. Na, dann machen wir hier oben unsere Mittagspause, oder? Ja. Die Burg ging schlussendlich an den Grafen von Manderscheid-Keil, doch die Familie war in den 300 Jahren eigentlich kaum vor Ort. Lediglich Max Philipp baute um 1700 eine Kapelle und einen Kreuzweg, der das Dorf und die Burg verbindet. Doch 1742 starb auch diese Familie aus. Das ist also der Burgturm gewesen. Hier ist noch ein schönes gemauertes Fenster, aber sonderlich viel ist von der Burg nicht erhalten. Hier geht's weiter. Einmal ringsrum. Hier unten. Zwei Familien zofften sich dann ums Erbe und eine eroberte schließlich die Burg und nahm sie in Besitz. Ein Rechtsstreit darüber wurde bis 1794 nicht entschieden. Hier gibt's noch einen Geheimgang. Geheim. Auf seinem Weg, da hat man plötzlich einen Geheimgang. Und bei dünnen Gängen sind vielleicht Schatztruhen drin. Okay, gut zu wissen. Also hier unten wäre noch ein Durchgang gewesen, aber man kommt hier gerade nicht runter. Dann folgte die Französische Revolution, Enteignung und 1810 schließlich der Verkauf auf Abbruch. Ich glaube mittlerweile, der Weg geht hier gar nicht offiziell lang. Naja, du brauchst jetzt einen Wanderstock. Dieser Teil vom Ostturm wird in der Gegend auch scherzhaft als Finger Gottes bezeichnet.
Also bisher sind wir hier auch komplett alleine. Wir sind hier niemandem begegnet. Es ist absolut einsam. Es ist ein bisschen regnerisch heute, aber das ist kein Grund, hier nicht zu wandern. Und der Pfad, den wir hier unten lang gegangen sind, ist wirklich malerisch gewesen. Hier sind noch ein paar Fotos und jetzt geht's weiter. Das hier ist ein Jugendzeltplatz im Sommer. Und dort vorne kommt schon das nächste Highlight. Das ist eins der Highlights bei Komoot. Ja, das war's dann auch schon. Hier sind noch mehr solcher Kreuze aufgestellt. Insgesamt sind es 4. Und von hier aus hat man einen herrlichen Blick ins Tal. Und da unten, diesen Weg, da sind wir hergekommen. Und der Weg ist viel schöner als der hier oben, habe ich bisher so den Eindruck. Ich hoffe, es wird noch besser. Und hier ist noch so ein Kreuz aufgerichtet mit einem Bild der Kreuzigung Jesu. Ich kann mir gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass hier in dieser ganzen Gegend auch der Pilgerweg lang führt. Dort hinten steht unser Auto, da müssen wir jetzt hin. Und dort ist die Burg. Es ist einfach so unfassbar schön hier. Da hinten geht es mit Kreuzen weiter und zur Landstraße, aber wir haben natürlich verpasst abzubiegen. Dort ist irgendwo ein Weg mitten im Gras. Und weil es so schön ist, laufen wir jetzt hier lang. Wir können natürlich auch einfach hier runter gehen, aber das ist ein bisschen zu gefährlich. Das geht richtig steil bergab. So, schräg nach vorne. Da wäre der Weg durchgegangen. Wir haben jetzt einfach mal hier abgekürzt. Und dort geht es jetzt weiter. Diese Wanderung war die schönste auf der ganzen Reise, traumhaft. Der Weg an den Wiesen unten wird allerdings bei den gängigen Routen immer ausgelassen. Dabei ist er malerisch schön. Absolut malerisch hier. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr meiner Route auch einen Traumschleifenstatus geben würdet. Hier gibt es bestimmt auch Pilze. Auf dem Weg hier begegnen uns ein paar Lavafelsen. Das sieht wirklich toll aus hier. Richtig original erkaltete Lava. Das ist der Weg unten, den wir vorhin lang gelaufen sind. Die Wiese dort, die haben wir auch gesehen. Und wir kommen jetzt gleich wieder unten auf den Weg zurück und zurück zum Waldparkplatz. So schön hier einfach. Wanderwege gibt es hier übrigens noch viel, viel mehr. Das heißt, fahrt in die Eifel und genießt die tollen Wanderungen hier. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, lasst gerne einen netten Kommentar oder ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video, vielleicht auch gleich hier aus der Eifel. Wir schauen. Bis dahin, ciao. Und weiter geht's zum nächsten Wanderspot, den 3 Mühlen Wasserfällen. Aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Ciao, bis zum nächsten Video.